Wir fahren weiter auf dem Rutterradweg. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht los von Schwerte zum Hengsteisee, nach Herdecke, zum Harkortsee, dann geht's nach Wetter, Wittenbommern, zur Burgruine Hardenstein bis zum Kemnader See. Auf der rechten Seite an der Felswand sehen wir Sicherungsnetze zum Schutz gegen Steinschlag. Auch ihr seid auf dem Ruhrtalradweg. Von wo seid ihr gestartet? Sind wir in Winterberg gestartet, an der Quelle. Und wohin geht's jetzt weiter? Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Deutsche. Hast du vielleicht nicht so weit bis Bochum, denke ich. Da soll es eine schöne Kneipen-Ecke geben. Und gut, dann geht es immer so peu à peu weiter. Zunächst einmal den Ruhrtalradweg bis zum Rhein. Dort besuchen wir vielleicht in Moers noch Bekannte und dann geht es irgendwie Richtung Norden. Wir müssen dann ja irgendwie wieder nach Oldenburg. Oldenburg ist Ihre Heimat? In der Nähe von Oldenburg, ja. Und das mit dem Fahrrad zurück, was habt ihr da eingeplant, wie viele Tage? Ja, so gut 8 bis 10 Tage planen wir mal ein. Letztes Mal waren wir nach 8 Tagen wieder zu Hause. Das Wetter muss mitspielen. Und übernachten? Und das wie klappt das immer? Also bis jetzt, die Jahre zuvor, hat es immer sehr gut geklappt. Wo kommt ihr immer unter hier? Auf dem Ruhrtalradweg? Also jetzt waren wir im Hotel. Oder Gasthof. Gasthof mit Hotelwirtschaft. Ja, das ist immer ganz spontan. Wir haben entweder unsere Karten. Da ist manches dann schon vorgegeben. Da ist manches hinterlegt, Telefonnummern. Und wenn es dann gar nicht geht, hotel.de, booking.com, man hat ja so viele Möglichkeiten. Also es ist kaum möglich, nichts zu kriegen. Also, man kriegt immer was. Ja, wie viele Kilometer fahrt ihr die gesamte Strecke dann, wenn ihr wieder zu Hause seid? Ich wollte gerne noch nach Holland rein, dann bis zum Dollard, Delfzijl rüber, den Jade Ems-Kanal vielleicht noch. Das ist quasi dann ein Bogen nach oben über Oldenburg. 700 bis 800 Kilometer. Aber ob wir das schaffen? Wir haben es aber tatsächlich gar nicht nachgemessen. Das setzen wir jetzt nicht als Ziel, sondern wir setzen als Ziel, Spaß zu haben, den Weg zu fahren. Und wenn schlechtes Wetter kommt, brechen wir ab, fahren mit dem Zug wieder nach Hause oder warten mal einen Tag, wie es kommt. Ganz spontan. Der Hengsteisee
ist einer von 6 Ruhrstauseen. Rechts sehen wir das Laufwasserkraftwerk Hengstei. Inzwischen sind wir schon in Herdecke angekommen. Herdecke, das ist super. Da ist der Ruhrtalradweg toll gestaltet. Es gibt nämlich extra eine Fahrbahn nur für Radfahrer, eine Fahrbahn für Fußgänger. Ideal gelöst. Wir stehen hier auch gerade vor dem alten Eisenbahnviadukt. Ob der überhaupt noch genutzt wird? Ja, das ist der Ruhrviadukt hier bei Herdecke. Der wird noch genutzt, und zwar von Regionalzügen. Ist nicht elektrifiziert, also keine ICE-Züge. Das ist ein Meisterwerk, also ein bauliches Meisterwerk. Wenn man bedenkt, dass dieser Viadukt 1877 aus Bruchsteinen erbaut worden ist, war das eine unglaubliche Meisterleistung. Der ist circa 30 Meter hoch und die Strecke darüber, das ist die Strecke Düsseldorf-Hagen-Dortmund. Und dieser Viadukt wurde 1943 wurde ein Pfeiler weggerissen, als die Möhnetalsperre bombardiert worden ist und durch diese Flutwelle, die hier bis nach Herdecke gekommen ist, hat ein Pfeiler weggerissen hier. Ist aber alles wiederhergestellt worden in den ursprünglichen Teilen und auch im Zweiten Weltkrieg ist er ein bisschen bombardiert worden. Ansonsten ist er original wieder, wie er 1877 erstellt worden ist. Hier im Wetter
sehen wir ein riesengroßes Schwungrad aus einem ehemaligen Stabwalzwerk. Baujahr 1890. Dieses Teil, nicht ich. Geht es steil bergab. Der Burgruine Hardenstein. Was gibt es hier geschichtlich zu sagen über die Burgruine? Ja, das Einzige, was ich gelesen habe, die wurde wo erbaut, 1345 bis 1354, war früher mal eine Wasserburg mit Wasser umgeben. Im Laufe der Jahrhunderte ist sie zerfallen. Momentan kümmert sich um die Ruine hier so ein Verein, der sich um diese Burgruine Hardenstein besonders um den Erhalt kümmert, wie sie jetzt ist, als Ruine. Und ja, so soll sie wohl erhalten werden. Ein Dankeschön an unseren Kameramann Andreas. Seit 2006 befördert die Ruhrtalfähre jährlich über 100.000 Personen. Die MS Schwalbe 2 fährt vom Freizeitbad Hevenay bis Wittenbommern. Im Bereich des Kemnader Sees ist die Wegführung wieder ideal gelöst.
Es gibt getrennte Wege für Fußgänger, Inliner und Radfahrer. Sehr familienfreundlich. Und hier gibt es lecker Eiscreme. Oh, falsche Richtung. Der Kemnader See ist ein weiterer Stausee der Ruhr im Süden von Bochum. Eine großräumige Freizeit- und Erholungsanlage, aber auch ein Quartier für viele Wasservögel. Hier am Kemnader See, da gibt es ein Urlaubsparadies, das Stranddeck. Es ist sehr gemütlich hier, Urlaubsfeeling. Es gibt etwas zu trinken und auch die Ruheliege. Ein Himmelbett. Diese kleine Radrennfahrerin trainiert mit Freude für die Tour de France. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Macht's gut!